Ja, mein Golfspiel hat sich dahingehend verbessert, dass ich mittlerweile Handicap 15 habe, dass ich auch zuverlässig mein Handicap spiele. Das schönste Kompliment haben Freunde gemacht, die nach so einem Spanienaufenthalt haben wir zusammen gespielt und dann meinte deine, also irgendwie hat sich deine Technik aber verbessert, da musst du was gemacht haben, das merkt man. Ja, ich bin Detlef Marsch, bin 69 Jahre alt, bin selbstständiger Unternehmensberater und bin mit Handicap 17,5 gestartet. Meine Frau hatte das ja ausfindig gemacht, welche Optionen es gibt, sozusagen ortsunabhängig ein Coaching zu bekommen, weil wir eben, wie gesagt, im Winter über in Spanien sind, eine Möglichkeit gesucht hatten, hat das dann zuerst gemacht. Und als ich dann bei ihr gesehen habe, wie gut das läuft, hat sie mich dann überzeugt. Dann hat mich Fabian zu einem Kennenlerntermin eingeladen und in dem Kennenlerntermin haben wir uns ausgetauscht. Das hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und dann hat er einen Vorschlag gemacht, den fand ich sehr gut, inhaltlich genauso wie auch organisatorisch. Dann sind wir einfach zusammengekommen. Ja, es gab natürlich einige Probleme. Das war die Konstanz des Drivers, war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Eisen flogen nicht, der Schwung hat nicht gepasst, es war nicht zuverlässig. Und gleichzeitig, wenn ich dann versucht habe, beim Pro Termine zu bekommen, um Besserung zu erzielen, war das immer so eine punktuelle Verbesserung. Und zwei Tage später, nach dem dritten Versuch auf der Driving Range, waren die alten Probleme eigentlich wieder da. Und das hat mir eigentlich so nicht gefallen, weil sozusagen die Präsenz des Lösungsangebots, das war in dieser Form nicht verfügbar. Und da hat ja Fabian mit seinem Angebot, zumindest für mich passend, wirklich ein tolles, rundes Thema aufgearbeitet. Das ist eine Riesenbibliothek an Videos, wo er minutiös die Techniken erklärt, die Rahmenbedingungen vorstellt, vormacht, auffordert nachzumachen, also Anregungen und Tipps gibt, wie man das umsetzen kann. Und auf der Basis ja dann schlussendlich auch seine Trainingspläne zusammenstellt, maßgeschneidert auf das, was die eigenen Defizite sind. Und wenn man dann mit ihm mal vereinbart hat, was man für ein Ziel hat, dann kriegt man auch den passenden Trainingsplan. Und dann muss man einfach nur noch loslegen. Und es ist eigentlich zeitlich auch machbar. Also dadurch, dass ich ja noch Vollzeit berufstätig bin, muss ich sagen, dass ich mit ein bis zweimal pro Woche das Training, das habe ich organisiert bekommen. Und dadurch, dass wir am Wochenende dann auch noch ein, zwei Mal gespielt haben, insbesondere in Spanien, war das eigentlich eine ganz runde und passende Angelegenheit. Naja, wir haben den Vorteil, dass wir beide als Ehepaar das Coaching machen. Das heißt, wir haben also auch während der laufenden Runden wechselseitig unsere Spiele per Video aufgenommen, unsere Schläge per Video aufgenommen. Und dann hat jeder für sich natürlich die Auswahl an Fabian schicken können. Fabian hat das rezensiert, hat die entsprechenden Kommentare eingepackt, hat Tipps und Hinweise gegeben oder auch Verweise eingebaut auf seine umfangreiche Bibliothek an Videos. Und die konnte man dann nutzen und anwenden. Und wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, hat man nochmal ein Video hingeschickt, dann gab es halt nochmal einen Kommentar und so hat man sich im Grunde genommen sehr, ja, sehr, sehr asynchron in Verbindung gebracht und jeder konnte dann zu dem Zeitpunkt, wo er Bedarf hatte, etwas von ihm zu bekommen, sich bei ihm melden und er hat dann auch relativ rasch immer reagiert und das man musste nicht bis zur nächsten Trainerstunde warten und dann war das Problem vielleicht nicht mehr da, sondern man hat das aktuelle Problem sofort in Echtzeit und komplett dokumentiert parat gehabt. Und das ist für mich auch der Charme des gesamten digitalen Coachings, weil man es auch immer alles dabei hat. Nicht? Also es ist ja nicht so wie bei einem ganz normalen Pro, der nimmt dann was auf und das ist ja schön, er hat das dann bei sich. Und wenn man Glück hat, hat er vielleicht noch einen Trackman und dann zeigt er einem was, aber man nimmt nichts mit. Also wenn man was wissen will, muss man immer wieder zu ihm hingehen, man muss immer wieder seinen Obolus zahlen. Und das finde ich in bestimmten Situationen auch hilfreich, weil es eben manchmal auch, ich sag mal, mehr Interaktion bei bestimmten Aufgaben und Problemstellungen bedarf. Da reicht das Digitale nicht. Deshalb ist auch gut, dass es solche Coaching-Tage wie heute hier gibt, wo man dann ganz gezielt mal auch sofort ein Feedback bekommt und eine Rückmeldung, auch mehrfach. Aber die Mischung macht's. Und das ist relativ optimal, muss ich sagen. Ja, mein Golfspiel hat sich dahingehend verbessert, dass ich mittlerweile Handicap 15 habe, dass ich auch zuverlässig mein Handicap spiele. Das schönste Kompliment haben Freunde gemacht, die nach so einem Spanienaufenthalt haben wir zusammen gespielt und dann meinte deine, also irgendwie hat sich deine Technik aber verbessert. Da musst du was gemacht haben, das merkt man. Und für mich war es auch wichtig, mehr Technik zu lernen und zu verstehen, auch umzusetzen, weil das für mich so ein Stück weit die Voraussetzung für Konstanz ist und für gute Ergebnisse. Wenn ich das so bei meinen Mannschaftskollegen beobachte, dann habe ich schon das Gefühl, da ist manches dem Zufall geschuldet und dann fühle ich mich da auch einfach besser und wohler und das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, man muss dazu sagen, als das Golftraining anfing, habe ich schon fast ein Jahr Videokonferenzen im beruflichen Umfeld gehabt. Also ich war das Digitale online gewohnt, weil es zu meinem Alltag gehörte und auch die komplette Kommunikation lief da natürlich seit Corona immer online. Das war ja auch voll in der Corona-Zeit. Insofern war das für mich nichts Neues, nichts Ungewöhnliches. Aber es ist natürlich schon spaßig,
wenn man einen Fitnesskurs online macht, das heißt eigentlich der Coach in Amerika an der Kamera die Übungen vormacht, man selber auch vor der Kamera komplett steht. Er kontrolliert auch über die Kamera die Übungen, aber man kriegt genau das gleiche Feedback, als würde er 2 Meter vor einem stehen. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das überhaupt nicht schlimm und es ist extrem wirkungsvoll. Das muss ich schon sagen und das bezieht sich ja eigentlich auf alle Angebote, die Fabian mit seinem digitalen Angebot hier macht. Man gewöhnt sich heutzutage dran, das geht schnell und es ist effektiv. Und es ist natürlich auch zeitsparend. Man muss nirgendwo hinfahren, man spart die Anfahrtwege, es geht sofort los. Man weiß genau, zu welchem Zeitpunkt es anfängt. Es ist technisch gut organisiert, auch heute kein Problem mehr durch die guten Datenübertragungsraten. Also alles in allem eine runde Angelegenheit. Also ich war bedingt skeptisch. Ich war eigentlich eher positiv eingestellt, skeptisch vielleicht, ob es wirklich so wirkungsvoll ist, ob es mir wirklich so weiterhilft, wie ich mir das erhofft habe. Und das kann ich heute ganz klar bejahen. Alle Erwartungen, die ich da drin hatte, sind eigentlich positiv bestätigt worden. Bottom line ist, skeptisch war ich nur bedingt und bin rundherum positiv überrascht worden. Ja, die Vorteile so eines Online-Trainings sind natürlich die asynchrone Kommunikation, weil ich einfach, wenn ich was wissen möchte, kann ich das loswerden. Der andere kann dann reagieren, wenn es bei einem reinpasst. Ich muss mich nicht vereinbaren, ich muss nicht darauf warten, ich werde es sofort los. Und das schafft natürlich eine Spontanität, die extrem hilfreich ist, wenn man das Gefühl hat, ich habe wirklich jetzt meine ganz konkrete Problemsituation adressieren und dokumentieren können. Das ist natürlich bei einem Präsenztraining überhaupt nicht der Fall. Da hängt es auch ein Stück weit davon ab, wie gut ist der Coach. Da hängt es auch davon ab, was für Equipment hat er zur Verfügung, wie geschult ist sein Auge, kann er mir wirklich helfen oder ist das, sage ich mal, so ein 0815-Hilfe nach dem Motto, da müssen wir erstmal den Schwung umstellen. Das macht Fabian alles nicht, sondern er hat, glaube ich, ein extrem gutes Auge, die Problembereiche zu identifizieren und dann ganz gezielt eine Hilfestellung und Übungen anzubieten. Und dann muss man das Angebot natürlich selber annehmen, umsetzen und ich sag mal seinen inneren Schweinehund überwinden und dann auch entsprechend üben. Uneingeschränkt jedem. Also ich sehe da keine Einschränkungen, weil es einfach extrem wirkungsvoll ist. Es sei denn, es sind Leute, die ein Problem generell mit einer digitalen Online-Kommunikation haben. Also ich würde es uneingeschränkt jedem empfehlen. Sicherlich ist es nicht so einfach für Personen, die keine Affinität zur Online-Kommunikation und zu Videokonferenzen und Videocalls haben, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wer in der Lage ist, ich sag mal, diese Hilfestellung, die da gegeben wird, auch für sich zu erkennen und auch anzuwenden, der ist geeignet, das Ganze zu machen. Also mich wundert es ehrlich gesagt, dass Fabian im Moment, zumindest so wie ich es wahrnehme, noch der Einzige ist mit seiner Akademie, der das anbietet. Eigentlich hätte ich erwartet, dass das mittlerweile auch noch mehr machen. Also das heutige Event hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es eine tolle Mischung. Die Theorie war schlussendlich so aufbereitet, dass sie erstens leicht verständlich, unterhaltsam und durchaus auch mit interessanten Informationen gespickt war. Also nicht so trocken und öde, dass man nach einer Viertelstunde Gähnen angefangen hat oder schon mit dem Schlaf kämpfen musste. Und der Nachmittag mit den Übungen war interessant. Ich habe an jeder Station habe ich was mitgenommen für mich, habe einen Hinweis bekommen. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Also hier mit 25 Hinweisen nach Hause zu fahren, als Erwartung ist sicherlich völlig fehl am Platz. Aber so die ein, zwei Situationen, wo man hinterher sagt, da kann ich mich dran erinnern, das nehme ich mit, das probiere ich mal aus. Und da habe ich dann hinterher auch einen Lerneffekt. Das war in jedem Fall dabei. Und sowohl Fabian als auch Rolf Kinkel haben ihre Sache natürlich, ich sag mal, toll präsentiert und toll verkauft.